Hey Leute, Geonox hier, willkommen zu einem neuen Airsoft-Video. Wir sind hier im Nox-Studio und wir packen heute gemeinsam diese beiden Pakete aus. Ihr seht wahrscheinlich hier oben nur ein Paket, es sind aber zwei Pakete. Das andere ist hier, ich mach das obere mal runter. Das andere ist nämlich hier drunter. An dieser Stelle vielen Dank an Sniper Airsoft Supply, die mir die Pakete zugeschickt haben und mir die Airsoft zur Verfügung stellen, damit ich sie euch zeigen kann. Ich kann euch leider nicht sagen, was da drin ist. Ich weiß es nämlich nicht. Ich bekomme regelmäßig diese Pakete zugeschickt. Da sind Review-Artikel drin. Normalerweise packe ich die ganz alleine aus, aber ich habe mir gedacht, vielleicht wollt ihr da einfach mit zuschauen. Das eine Paket ist schon unten. Das heißt, wir fangen mit dem hier oben an. Ich schnappe mir gerade mal mein Messer. Messer haben wir hier. Machen wir einmal Schnipp hier. Ich klappe das hier mal auf. Und was haben wir hier alles drin? Ich sehe noch nicht viel. Wir haben hier viel Verpackungsmaterial. Das legen wir hier mal zur Seite. Und ich würde sagen, wir machen es wie immer. Wir fangen mit den kleineren Sachen an und arbeiten uns dann hoch zu den größeren Sachen. Wir haben hier eine kleine Box. Hier steht nichts drauf, außer hier. Hier steht Sniper. Sniper Fan Tactical Supporter Tasse Schwarz. Machen wir das mal auf. Das ist eine Tasse. Oh, das sieht cool aus. Ja, das ist cool. Ich zeige es euch mal ein bisschen näher, aber ich lese erstmal vor, was hier drauf steht. Sniper Supporter und ein paar Messer. But first coffee. www.sniper-as.de. So sieht das Ganze ein bisschen näher aus. Das sieht doch richtig cool aus. Und hier die andere Seite. Weiße Tasse, innen schwarz und hier ein schwarzer Griff. Sehr cool. Vielen Dank dafür. Das kommt hier wieder rein und zu und zur Seite. Dann haben wir hier, das sieht aus wie T-Shirts, ja, zwei T-Shirts, bisschen eingestaubt von dem Verpackungsmaterial. Ich mache das hier mal ein bisschen sauber. Was haben wir hier denn für eine Größe? L. Was haben wir hier für eine Größe? L. Und so sieht das Ganze aus. Vorne haben wir das Sniper-Logo. Da, ein bisschen Staub wegmachen. Sniper-AS-Logo. Hier an der Seite haben wir nochmal das Sniper-AS-Logo. Und hinten haben wir, wenn ich es richtig sehe, Pew Pew Pew, Sniper Airsoft Supply. Mit einem Hashtag davor. Das sieht auf jeden Fall sehr cool aus. Und L passt mir bestimmt auch. Wie gesagt, zwei davon, die legen wir zur Seite. Dann haben wir hier noch Granaten. Die sehen so aus. Ich lese mal vor. Das sind zwei Stück. Wir haben hier Storm Apocalypse. Storm Apocalypse, auch auf dieser Seite. 155 BBs. 10 Meter Effective 360 Grad. Und so sieht das Ganze, ich weiß nicht, wo vorne und hinten ist. Ich glaube, das hier müsste vorne oder hinten sein. Und das hier die andere Seite. Und hier haben wir ein kleines Fensterchen. Und wir sehen, es ist orange. Finde ich eigentlich sehr cool, weil wenn man die im Wald oder im CQB in der Halle, wo es ein bisschen dunkler ist, wegwirft, dann ist es natürlich einfacher zu finden als eine schwarze Granate. Ich hole die hier mal raus. Mach mal hier oben auf, ganz vorsichtig. Und hier haben wir die Granate. Sehr, sehr cool. Schön auffällig, gut zu finden. Schauen wir mal nach der anderen Granate. Und ich habe hier schon ins Fenster gelunzt. Hier steht genau das gleiche drauf. Storm Apocalypse, 150 BBs. Effective Range sind 10 Meter, 360 Grad. Hier ist das kleine Fensterchen. Hier auch orange, aber hier im Fenster sehe ich, dass das schwarz ist. Ich mache das hier mal zur Seite. Machen wir das hier mal auf. Das wieder in die gleiche Verpackung reinbekommen. Das hier nach da. Und so sieht das Ganze aus. Schreibt mir mal bitte unten in die Kommentare, ob ihr schon Erfahrung mit der Storm Apocalypse habt. Hier steht Storm und hier steht Apocalypse. Und hier, das ist das Ventil, weil das hier ist eine Gasgranate. Da kann man irgendwo auch BBs reinmachen. Ich habe damit noch gar keine Erfahrung. Ich sehe aber schon, dass die BBs wahrscheinlich hier oben rauskommen. Wir haben hier oben noch einen Hebel. Da muss ich noch mal ein bisschen researchen, wie das Ganze funktioniert. Auf jeden Fall sind hier schon mal zwei Stück drin. Einmal in schwarz
und einmal in Orange, schön auffällig. Ich denke, die hier ist cool, um sie wiederzufinden, aber wenn man sie irgendwo drin hat, könnte es durchleuchten, wenn man sie so in einer Pouch hat. Und die hier, die ist natürlich ein bisschen unauffälliger am Gear, aber wenn man sie wegwirft, vielleicht ein bisschen schwerer zu finden. Da muss man selbst überlegen, was am meisten Sinn macht. Die Größe gefällt mir auch gut. Vom Gewicht her muss man natürlich aufpassen, dass man die niemandem gegen den Kopf wirft. Aber ich denke, es versteht sich von selbst, dass man die Granaten nicht mit voller Wucht wirft, sondern so von unten, so 2 oder 3 Meter in den Raum reinwirft, um einfach einen Raum zu klären. Schreibt mir bitte unten in die Kommentare, ob ihr aktiv Granaten benutzt. Ich habe selbst eine Granate, ich glaube, das war die Chimera, heißt sie. Habe ich am Anfang viel benutzt und irgendwann hatte ich sie dann mal geworfen und dann vergessen und dann wurde sie auf dem Feld in Lauterbach wiedergefunden und ich habe sie am nächsten Tag wieder bekommen. Aber ich war dann zögerlich, sie zu werfen, weil ich immer vergesse, sie wieder aufzuheben. Das ist bei mir das Problem. Aber ich glaube, ich sollte mal ein bisschen aktiver Granaten benutzen. Ist sehr effektiv, um Räume zu klären. Hier nochmal die Orange ein bisschen näher. Storm, Apocalypse, da kommen wahrscheinlich die Bibis raus. Und hier irgendwo hatten wir das Ventil für Gas. So das Ganze von da und so das Ganze von hier. Das Design hier gefällt mir auf jeden Fall ziemlich gut. Seht ihr das? Dann die Granaten hier wieder rein. Die werden wir auf jeden Fall ausgiebig testen. Auf den Feldern, wo ich normalerweise spiele, da muss man gar nicht von den Bibis getroffen werden, die hier rauskommen. Da reicht es, wenn man in der Nähe von der Granate ist. Und meistens haben die, glaube ich, einen Radius oder einen Durchmesser. Radius oder Durchmesser? Von 5 Metern. Ich bin mir nicht sicher, ob Radius oder Durchmesser, aber die Zahl ist 5 Meter. Dann haben wir hier noch ein kleines Paket, wobei ich sehe, hier sind 2 kleine Pakete, die gehören wohl zusammen. Und zwar haben wir hier die Vorsk VP26X und VP26 Series Magazin CO2. Wahrscheinlich ist das hier mit einem Flongasmagazin und das hier ist dann das CO2-Magazin dazu. Ich sage, machen wir das mal auf. Wo ist mein Messer hin? Hier ist mein Messer. Wir machen hier einmal Schnipp. Na komm. Dann können wir das hier wegtun. Dann mache ich das hier gerade mal auf. Ich lese hier gerade mal vor. Vorsk Precision Engineered VP26X und hier ist ein Bild davon. Ich zeige es nochmal ein bisschen näher. Da. Dann haben wir hier auf der Seite auch nochmal Vorsk VP26X in TAN. Okay, sehr cool. Machen wir das mal auf. Ich mache das mal auf. Messer zur Seite. Hier haben wir den Deckel. Der ist schön dick. Das fühlt sich robust an. Wir haben hier noch ein bisschen Zeug. Was ist das hier? Ein Patch. Den legen wir zur Seite. Wir haben hier ein bisschen Papierkram. Hier ist eine Feder. Ah, das ist die Feder für CO2. Dann haben wir hier noch ein bisschen Zubehör. Eine Nozzle sehe ich hier. Und ein paar O-Ringe. Die hier mal reinlunzen. Nehmen wir mal zur Seite. Wir haben hier ein Magazin. Mal gucken, ob meine Theorie stimmt. Und ja, wir haben hier, ich muss mal ganz vorsichtig sein hier bei den Vorsk-Verpackungen. Wir haben hier ein Flongasmagazin. Jetzt ist die Frage, wo kommt das Gas rein? Ah, hier unten. Hier das einfach aufschieben. Und dann habt ihr hier das Ventil, um das Gas zu befüllen. Flasche ein bisschen schütteln und ansetzen und dann hier wieder zumachen. Schade, dass hier kein Loch ist. Das heißt, man muss es hier immer nach vorne schieben, um das zu befüllen, aber ist so. Und hier oben kommen dann die Bibis rein. Einfach das hier nach hinten ziehen mit dem Finger. Zack. Und da die Bibis reinfüllen. Aber ihr wollt natürlich die Pistole sehen. Die hole ich hier gerade mal raus. Und die sieht richtig cool aus. Ich zeige es euch nochmal hier in der Verpackung. Die sieht sehr, sehr schön aus. Oh, schönes Gewicht. Fühlt sich sehr gut an. Wir haben hier auf jeden Fall einen Metallschlitten. Wir haben hier einen Kunststoffgriff. Ich zeige euch nochmal ein bisschen näher. Erstmal hier, von hier, hier, von hier. Hier das Ganze näher und die sieht mal richtig cool aus.
Hier oben der Slide mit den coolen Cutouts sieht ziemlich aggressiv aus. Und das hier, das ist wirklich brutal. Und hier hinten haben wir ein cooles Stippling am Grip. Seht ihr das? Also hier unten diese fette Rail und hier die Cutouts mit dem hier vorne, die machen das Ganze wirklich sehr, sehr aggressiv. Das fühlt sich auch sehr cool an. Ist das hier gummiert? Das fühlt sich irgendwie gummiert an. Nee, ist nicht gummiert, oder? Fühlt sich auf jeden Fall sehr gut an in der Hand. Ist kein Magazin drin. Oh ja. Hört mal. Hier ist das Mikrofon. Das fühlt sich ja richtig geil an und hört sich noch besser an. Ich lunze hier vorne rein. Wir haben hier ein Gewinde. Wir haben hier, das sieht aus wie bei so einem Metzgerhammer. Bom, bom. Wir haben hier unten die Rail. Wir haben hier oben die schönen Cutouts. Hier, das ist so ein Frontkit, was hier vorne dran ist. Ich vermute ganz stark, man kann das Frontkit auch abnehmen hier über diese beiden Schrauben. Das Gewinde ist im Outer Barrel. Der Outer Barrel ist auch Tan. Wir haben hier oben Metall. Der Frame ist Metall. Die Griffschalen, die sind aus Kunststoff. Die Bedienelemente sind aus Metall. Wir haben hier oben Fiber Optic Sights, Glow Sights. Schauen wir uns das Ganze nochmal mit Magazin an. Magazin rein. So sieht das Ganze aus. Und das sieht doch mal richtig, richtig cool aus, oder? Sehr, sehr schön. Da war aber noch ein zweites kleines Paket dabei, nämlich das CO2-Magazin. Ich hole das hier auch mal raus. Gucken wir, was hier noch dabei ist. Wir haben hier einen fetten Innensechskant. Magazin, na komm raus. Das ist hier nochmal so Kunststoff eingelegt. Genau, und da sehen wir auch schon das Fenster für die CO2-Kapsel. Machen wir hier das andere Magazin raus. Und so sieht das Ganze mit dem CO2-Magazin aus. Auch sehr cool. Mag Release funktioniert wunderbar. Ich bin hier sehr auf den Schusstest gespannt und auf das Review dazu. Kommt natürlich nochmal ein separates Review. Dann packe ich die Pistole hier mal wieder rein. Vorsk VP26X zu und zur Seite. Und dann haben wir hier auch schon das letzte Paket in diesem Paket. Aber wir haben ja noch einen zweiten Karton. Dann hole ich das hier mal raus. Und ihr seht schon, es handelt sich um eine Lancer Tactical. Ich bin ja Lancer Tactical Fan. Einfach wegen der guten Preis-Leistung. Und das hier mal zur Seite. Den Karton hier, der kann jetzt dann auch weg. So sieht die Verpackung von außen aus. Wir haben hier Lancer Tactical Gen 2 und ich guck mal, um welche es sich handelt. Es gibt ja viele Lancer Tactical Gen 2. Wir haben hier Lancer Tactical Strident Hybrid 10 Zoll SAEG, bedeutet Semi-Automatic Electric Gun, bedeutet über 0,5 Joule und auch nur Semi, kein Full-Auto. Und hier steht auch noch With Leviathan Board in Tan. Wie ihr wisst, ich habe ja auch einige Lancer Tactical Modelle und die SD, die habe ich ja komplett auf der Dark Emergency gespielt. Ich habe die ein Jahr lang Stock gespielt, also aus der Box. Und ich habe da nichts gemacht und sie hat einfach funktioniert und performt. Und ich habe damit schon sehr, sehr viele Gegenspieler rausgeholt. Natürlich habe ich da mittlerweile schon was gemacht. Einfach, weil ich es an all meinen Airsofts mache. Das ist ein High-Torque-Motor, ein Retro-Arms-Hop-Up und ein Maple Leaf Bucking. Macaron 50 und ein Omega Tensioner von Maple Leaf. Ich habe das hier schon mal aufgemacht, während ich über meine SD gesprochen habe. Ich zeige euch mal, wie das Ganze von innen aussieht. Wartet, muss mal so halten, dass nichts rausfällt. So sieht das Ganze von innen aus. Ich hole mal die einzelnen Sachen da raus. Dann gucken wir uns die gemeinsam an. Wir haben hier einmal Papierkram, auch zum Leviathan. Jeftron. Dann haben wir hier Lancer Tactical Pro Series Extreme Precision 6mm BB 020er. Die sehen so aus. 020er für ein SAEG vielleicht ein bisschen leicht zum Testen und zum Kronen gut,
aber ich würde sagen, ich spiele mit 0,30ern bis 0,36ern, je nachdem, ob die dann noch gehoppt werden. Die dann zur Seite. Wir haben hier einen coolen Patch und einen Aufkleber Leviathan bei Jeftron. So sieht das Ganze aus. Und darunter der... Na komm. Der Lancer Patch. Das zur Seite. Wir haben hier Front und Rear Side. Einseits Kimmo und Korn. Schön, dass sie nicht montiert sind, weil ich nehme die sowieso immer ab, weil ich spiele immer mit einem Red Dot. Als nächstes haben wir hier das Magazin. Das ist aus Kunststoff. Wir haben Hexagons hier, Hexagons hier. Wir haben hier eine schöne Textur und hier eine Textur. Hier oben von oben und hier von unten. Und ich sehe hier keine Klappe zum Befüllen und auch kein Rädchen zum Aufdrehen, wie bei High Caps. Das müsste ein Mid Cap sein. Steht hier irgendwas drauf? Ja, Hexmag HX30AR PAT for Airsoft Only. Das steht da. Wir haben hier eine Feder, das ist ganz typisch für Lancer Tacticals Gen 2. Das müsste eine M90 sein. Und wir haben hier in den Lancer Tacticals auch ein Federschnellwechselsystem. Normalerweise, hier müsste ich nochmal researchen, aber die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch. Wir haben hier eine Feder und ich kenne es bei den Lancer Tactical Modellen, dass die ein Federschnellwechselsystem haben. Das ist sehr praktisch, wenn ihr auf dem Spielfeld seid und ihr merkt beim Kronen vor dem Spieltag, dass ihr zum Beispiel bei einem Limit von 1,5 Joule seid auf dem Spielfeld. Es gibt ein Limit von 1,5 Joule auf dem Spielfeld und ihr seid vielleicht drüber mit 1,6 Joule. Und dann könnt ihr an dem Tag nicht spielen. Ihr müsst dann die ganze Gearbox auseinandernehmen. Aber wenn ihr ein Federschnellwechselsystem habt, könnt ihr einfach hinten an der Stocktube den Spring Guide aufmachen, rausmachen und da eine neue Feder einsetzen. Und dann seid ihr wieder unter dem Feldlimit. Dann haben wir hier noch einen Reinigungsstab. Wie der aussieht, wisst ihr. Einmal hier von der Seite und einmal diese Seite. Den auch zur Seite. Und dann haben wir natürlich schon das Spannendste, die Hybrid Strident selbst. Ich hole die hier mal raus. Und so sieht das Ganze von hier aus. Sehr, sehr schön. Und ich fühle hier vorne schon ganz Hybrid-mäßig, Hybrid-mäßig Metall. Und hier das Ganze nochmal von dieser Seite. Hier nochmal ein bisschen näher. Und nochmal ganz kurz zur Info, die ganz normalen Standard Lancer Tactical Gen 2, die sind ja aus Kunststoff. Dann gibt es die Hybrid und die Pro Lines. Die Pro Line, die ist komplett aus Metall und hat verbesserte Internals. Und die Hybrid, die hat einen Metall Handguard, aber einen Kunststoff Upper und Lower Receiver, aber die Internals von der Pro Line. Und das gefällt mir an den Hybrid, an den Hybrid sehr, dass die leichter sind als die Metallversion, ein bisschen leichter, aber genau die gleichen Upgrade-Internals haben. Wir haben hier vorne den Tipp, das sieht nicht aus wie ein Silencer, das ist kein Schalli, das sieht eher aus wie ein Amplifier, ein Verstärker, damit der Knall nochmal ein bisschen lauter ist. Wir haben hier vorne den Handguard, hier oben schöne Cutouts, wir haben hier M-Lock, auf der Seite und auch auf der Seite und hier überall drumherum am Handguard. Wir haben hier oben eine Picatinny Rail durchgehend. Um nochmal Gewicht zu sparen, sind auch hier Cutouts. Der Receiver, hatten wir gesagt, der ist aus Kunststoff. Die Bedienelemente sind aus Metall. Das Cover ist aus Metall. Hinten der Stock ist aus Kunststoff. Hier hinten ist das Ganze gummiert. Der Grip ist aus Kunststoff. Der hat hier auch eine schöne Sandpapierstruktur. Das fühlt sich sehr gut an. Und wir haben hier vorne auch eine Struktur gegen Rutschen. So habt ihr sehr, sehr guten Grip. Wo ist das Magazin? Das Magazin haben wir hier. Machen wir mal das Magazin rein. Magazin raus, Magazin rein, Magazin raus. Funktioniert wunderbar. Das gefällt mir sehr gut. Ich lunze nochmal hier hinten rein. Das hier abnehmen. Hier hinten kommt der Akku rein. Mal gucken, was hier für Stecker sind. Oh, ich kenne es normalerweise, dass hier hinten Minitam-Stecker sind. Hier haben die sogar schon
Dienststecker verlötet. Das gefällt mir sehr gut. Und das liegt sehr wahrscheinlich an dem Leviathan, der hier drin verbaut ist. Und wenn ich mich nicht irre, dann ist das Jeftron Leviathan ein Drop-in EFCS und MOSFET. Ich sage immer, holt euch eine Airsoft mit ETU und MOSFET. ETU und EFCS ist das gleiche. ETU steht für Electronic Trigger Unit und EFCS steht für Electronic Firing Control System. Das MOSFET, das schützt die Internals. Da geht der ganze Strom nicht über die Switch Unit, sondern da geht der Strom direkt zum Motor und über die Switch Unit. Da ist nur ein kleiner Strom und er sagt mit einem kleinen Signal, ja, jetzt bitte Strom schicken. Auf jeden Fall gibt es bei dem Gate Titan alle möglichen Sensoren, die in der Gearbox alles Mögliche überwachen und kontrollieren. Und ich glaube, beim Leviathan ist es genau das Gleiche. Da kann man zum Beispiel Sachen wie Precocking einstellen. Das werden wir dann natürlich testen. Precocking bedeutet, dass die Feder vorgespannt ist. Normalerweise bei jedem Schuss wird die Feder aufgezogen und dann löst sich der Schuss. Und beim Precocking wird das Ganze vorgespannt. Das bedeutet, der Schuss löst sich und das Ganze wird wieder vorgespannt für den nächsten Schuss. Das verbessert natürlich das Ansprechverhalten und ihr habt dann nicht dieses Drücken, Schuss, sondern ihr habt dann quasi das Ganze umgekehrt. Drücken, Schuss, aber das hört man da weniger und das fällt weniger auf. Das fühlt sich auf jeden Fall viel, viel besser an. Aber ich will noch gar nicht zu viel verraten auf das Review und auf den Schusstest hiermit. Freue ich mich schon sehr, bin ich sehr gespannt. Aber ich würde sagen, wir packen das hier jetzt zurück und schauen uns an, was in der letzten Box drin ist. Lancer Tactical Strident Hybrid zur Seite. Und hier haben wir die zweite Box. Wo ist mein Messer? Messer ist hier. Ich klappe das hier mal auf. Und was sehen wir hier? Hier haben wir nur ein Paket. Aber es ist ein großes Paket. Ich hole das hier mal raus. Ich sehe hier schon GE und da einen goldenen Adler. Das hier zur Seite. Ich vermute ganz stark, es handelt sich hier um eine Golden Eagle. Ich lese hier gerade mal. Golden Eagle Airsoft, genau. Hier das Logo, hier GE. Auf der Vorderseite sehen wir sonst nichts mehr. Ich guck mal hier auf der Seite. Oh ja, das sieht sehr gut aus. Das interessiert mich sehr. Ich habe hier nämlich schon ein paar Bilder. Eins davon ist angehakt und es sieht sehr nach einer LMG aus. Da haben wir die Bilder ein bisschen näher und ich bin schon sehr aufgeregt und sehr gespannt. Hier auf der Seite ist auch noch mal was. Ich glaube, da ist noch mal das gleiche. Golden Eagle MCR LMG AEG mit Drum Mag, 2600 Schuss und Sound Control und Batterie und Ladegerät. Aha, sehr interessant. Dann nehme ich hier mal den Deckel runter. Deckel weg. Hier ist noch so ein Schutz. Der kommt auch weg. Und hier haben wir das Ganze. Das sieht ja richtig geil aus. Eine LMG. LMG ist immer relativ selten. Da bin ich ja sehr gespannt drauf. Auf das Review und auf den Schusstest damit. Dann hole ich das hier gerade mal raus. Wir haben hier einmal Papierkram, den lege ich zur Seite. Wir haben hier ein paar Bibis, da ist gar nichts drauf. Steht nicht drauf, wie viele es sind und da steht auch nicht drauf, wie schwer. Die zur Seite. Wir haben hier einen Patronengurt. Das sind natürlich Dummy-Patronen. Ich hole die hier raus. Das sieht doch sehr cool aus. Oh ja, das gefällt mir richtig gut. Dann haben wir hier noch, was haben wir hier noch? Wir haben hier noch ein Drum Mag. Das sieht so aus. Hier hinten ist noch ein Schalter, sehe ich. Hier steht Sound Control. Für die, die nicht wissen, was Sound Control ist, jedes Mal, wenn man schießt, macht das Ganze einen Sound. Und immer wenn dieses Magazin so ein Geräusch wahrnimmt, dann zieht es wieder die Bibis auf. Also dann drückt es die Bibis nach, so rum. Und hier ist Auto. Da ist vermutlich, dass es die ganze Zeit läuft. Bin ja kein Fan von Sound Control in der Theorie.
Sollte es eigentlich gut funktionieren, wir werden testen, wie gut das hier funktioniert. Aber bei den Drumax, die ich bisher getestet habe, hat das Sound Control überhaupt nicht gut funktioniert. Es funktioniert vielleicht ein paar Mal, dann schießt man und es zieht gar nicht auf, dann zieht es wieder auf. Sehr unzuverlässig. Deswegen habe ich bei meinem Drumax einen Taster dran gebaut. Bedeutet, ich habe den Taster irgendwo vorne, drücke ich dann drauf und dann kann ich das Ganze damit steuern. Ich schieße. Und wenn ich dann merke, dass da nichts mehr nachkommt oder einfach mal zwischendurch, damit ich keine Leerschüsse habe, wieder den Taster drücken, dann wird es nachgezogen. Dann haben wir aber auch schon das Spannendste, die Airsoft selbst. Ich hole die hier mal raus. Oh, die ist schwer. Und es fühlt sich alles sehr kalt nach Metall an. So sieht das Ganze aus. Keine Angst, das ist kein orangener Tipp, den kann man abnehmen. So, da ist nichts Orangenes dran. So sieht das Ganze von hier aus. So sieht das Ganze von hier aus. Hier nochmal ein bisschen näher. Oh ja. Und hier nochmal ein bisschen näher von dieser Seite. Das gefällt mir sehr gut. Also erster Eindruck, ziemlich wertig, weil sehr schwer, also viel Gewicht. Wir haben hier viel Metall, das spüre ich schon, weil es sehr kalt ist. Wir haben hier vorne Metall, Outer Barrel Metall. Hier das Side ist Metall, Frontside. Handguard ist Metall. Wir haben hier Keymod, kein M-Lock. Wir haben hier einen Griff. Wir haben hier QD-Sling Mounts. Und hier kann man auch QD befestigen. Wir haben hier eine Rail, Picatinny Rail da und eine Picatinny Rail da. Nicht durchgehend, weil man das wahrscheinlich auch hier LMG-typisch hochklappen kann. Wir haben hier Metall, Upper ist Metall, der Lower ist Metall, Bedienelemente sind aus Metall, sehr schön, viel Metall. Der Grip ist aus Kunststoff, hier hinten der Stock ist aus Kunststoff und die Buffer Tube, die ist auch aus Metall. Sehr, sehr schön. Ist zu weit. Das gefällt mir gut. Guckt euch mal den Trigger an, der sieht sehr aggressiv aus. Kein normaler runder Trigger, aber auch nicht ganz gerade. Und hier hat es so eine Kante drin. Sehr, sehr schön. Dann schauen wir uns das Ganze mal mit einem Magazin bzw. mit dem Drum Mag an. So sieht das Ganze mit Drum Mag aus. Hier nochmal ein bisschen näher mit Drum Mag. Sehr, sehr schön. Aber wir haben hier noch die Dummy-Patronen, da machen wir es doch gleich richtig. Ich guck mal, wir haben hier auch eine Charging-Handle. Man kann das hier runterklappen. Cool. Das hört sich alles sehr gut an. Alles schön metallisch. Ah, und zwar ist hier ein Knopf, den kann man drücken und das Ganze hier hochklappen, damit man hier die Dummy-Patronen einlegen kann. Nehmen wir hier den Gurt mal ein. Wie macht man das? Kommt das hier drauf? Nee, und so. Das hier vielleicht. Dann hier drauf. Wenn ihr es wisst oder wenn ihr seht, dass ich das falsch mache, dann schreibt mir gerne unten in die Kommentare. Stimmt das jetzt so? Das sieht auf jeden Fall gut aus. Aber die Patronen hängen hier natürlich in der Luft. Hier sehe ich noch ein kleines Fensterchen. Seht ihr das? Machen wir das Fensterchen auf. Ah, und da kann man dann die Patronen reinhängen. Dann sind die so da drinne. Und wie gefällt euch das? Mit einem Drum Mag und einem Patronengurt. Sieht doch sehr, sehr cool aus, oder? 2600 Schuss, das reicht dicke. Wobei, wenn man LMG spielt, dann will man natürlich auch viel schießen. Da hat man die 2600 Schuss wahrscheinlich schon an einem Spiel durch. Was mir hier auch ganz cool gefällt, ist, dass hier direkt so QDs dran sind. Und auch hier. Das heißt, ihr müsst keine mehr holen. Ihr habt es hier direkt dran. Ihr könnt hier einfach eure Sling dran befestigen. Und auch entscheiden, ob ihr das Ganze auf der Seite haben wollt oder auf dieser Seite. Weil hier haben wir auch QD. Was haben wir hier noch? Das hier war, was ist denn das hier? Ah ne, das hier war zum Öffnen. Was ist denn das hier dann? Ah, okay. Ich habe das hier jetzt gedrückt und da ist hier
komplett der Outer Barrel locker geworden und hier sehen wir den Inner Barrel und so kommen wir ganz easy an den Inner Barrel dran. Sehr schön. Ich vermute ganz stark, das ist aus dem Real Steel, dass wenn man geschossen hat, kann man hier einfach, wenn das hier überhitzt oder defekt ist, kann man das einfach austauschen und einen neuen Barrel dran machen. Auf dieses Review und diesen Schusstest bin ich sehr, sehr gespannt. Das gefällt mir wirklich sehr gut. Den Patronengurt, den kann man da auch noch festmachen, sehe ich, damit er nicht rausrutscht. Aber so das Ganze nochmal von hier. Sehr, sehr schön. Sind wir hier jetzt schon durch? Ja, das waren alle Pakete. Dann bin ich schon sehr traurig, aber ich freue mich natürlich auf die Reviews und auf die Schusstests mit den ganzen Sachen und natürlich auch auf die Handgranaten. Vielleicht komme ich so wieder in mein Handgranaten-Game rein. Das war's mit dem Video für heute. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch gerne einen Daumen hoch da. Wenn ihr mehr solche Unboxings sehen wollt und wir das Ganze gemeinsam auspacken sollen, dann schreibt mir gerne unten in die Kommentare. Wenn euch dieser Airsoft-Content gefällt, dann schaut auch gerne mal auf Instagram vorbei. Dort zeige ich euch viel Airsoft-Stuff und auch viel Privates. Ich packe jetzt die ganzen Sachen weg und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.